8-Bit Composer Games. Spoin, ja. Rap TV. Rainpool Artist and Content Services. Mal Spaß. Willkommen bei Schlag den Raab, das dritte Spiel. Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Zwischenprojekt. Manche Menschen fragen mich ja immer, ob ich Masochist bin, und ich glaube, die Bereitschaft, das Spiel nochmal durchzuspielen, dürfte, glaube ich, auch den letzten Zweifler überzeugen. Ja, habe ich irgendwie. Legen wir einfach mal los. Und diesmal auch endgültig in Full HD. Was darf's denn sein? Showmodus, Teammodus, Übungsmodus, wir haben sie alle. Ja, den Showmodus würde ich sagen. So, sehen wir uns mal an. Wer ich bin fast fertig. Jetzt brauchen wir nur noch deinen Namen. Ey, Mann, den kriegst du nicht. Zu Zeiten der NSA und so weiter muss man etwas vorsichtiger sein. Ich glaube, ich tarne mich mal dafür als Frau. Ist hier ein Sieger dabei oder nur Verlierer? Na? Alter, nee. Was geht? Ja, ich glaube, die passt am besten zu der Svenja, die ich kenne. Und du willst das schaffen? Ich hoffe, du hast genug Gehirnzellen eingepackt. Alter, halt die Fresse! Hallo, ich bin Steven Gätchen und wir spielen jetzt Schlag den Raab. Jo, das habe ich auch kapiert. Und weil Raab auch dieses Jahr aufhört, dachte ich, spiele ich auch nochmal. Spiel 1. Buchstaben. Ja, fängt ja schon mal klasse an. Fängt ja echt super an. Für diejenigen, die es nicht wissen, die Buchstaben eines gesuchten Wortes müssen richtig zusammengesetzt werden. Ihr müsst den vorgegebenen Buchstaben an die richtige Stelle rücken. Wenn der Buchstabe richtig platziert wurde, dürft ihr den nächsten Buchstaben setzen. Wenn der Buchstabe falsch platziert wurde, ist euer Gegner an der Reihe. Wer den letzten Buchstaben des Wortes korrekt setzt, erhält den Punkt. Wer von euch als erstes 5 Punkte erreicht, hat gewonnen. Ja, ziemlich viel Aufwand für gerade mal ein Spiel, was gerade mal einen Punkt bringt. Aber gut, machen wir. Ich werde euch ein paar Buchstaben zuwerfen und mal sehen, was ihr daraus macht. Bei Buchstabensalat. Ihr spielt abwechselnd. Die Buchstaben eines gesuchten Wortes müssen richtig zusammengesetzt werden. Ihr müsst den vorgegebenen Buchstaben an die richtige Stelle rücken. Wenn der Buchstabe richtig platziert wurde, dürft ihr den nächsten Buchstaben setzen. Wenn der Buchstabe falsch platziert wurde, ist euer Gegner an der Reihe. Wer den letzten Buchstaben des Wortes korrekt setzt, erhält den Punkt. Wer von euch als erstes 5 Punkte erreicht, hat gewonnen. Ich glaube, das war gut verständlich. Svenja ist bereit. Wir suchen Los geht's. Als nächstes Svenja. Suche dir einen Buchstaben aus. Wir suchen ein Fahrziel der Eisenbahn. Bahnhof? Ich habe keine Ahnung, was das hier sein könnte. Haltestelle passt auch nicht. Leider falsch. Dein Gegner ist nun dran. Was könnte es sein? Irgendwas auf Us vielleicht? Falsch. Probieren wir das mal. Oh. Der Buchstabe ist an der richtigen Stelle. Du darfst weitermachen. Svenja, Das ist leider falsch. Jetzt kommt Shit, welches Wort ist denn das? Ich sehe es gerade nicht mehr, aber zu blöd. Das ist richtig. Ist. Oh Gott, ich bin echt zu blöd. Tut mir leid, jetzt ist Istanbul. Hä? Sehr gut. Weiter so. Das ist zwar kein plausibles Ziel, aber okay. Erster Punkt geht an mich, Svenja. Richtig aufgelöst. Super. Das nächste Wort beschreibt. Wäre ich nie drauf gekommen. Welcher Buchstabe darf es denn sein? Ja, Stefan, zeig mal. Das stimmt nicht. Wir suchen etwas zum Abdunkeln. Was ist das Gegenteil von der Lampe? Keine Ahnung, einfach irgendwas. Svenja, daneben. Mal sehen, was dein Gegenüber kann. Irgendein Rollo? Keine Ahnung. Was zum Abdunkeln? Ja, Stefan, leg mal ein bisschen vor und fail dann kurz vorm Ende. Was könnte das sein? Und damit bist du wieder. Rollladen. Ja, ich weiß, dass es Rollladen ist. Ja, aber Stefan weiß es vermutlich auch. Richtig. Dann auf ein neues. So blöd kann er jetzt nicht mehr sein. Das war korrekt. Du hast noch einen. Ja, wir wissen's.
Ich warte, bis du fertig bist, okay? Ja, das kriegt er hin, wenn er jetzt... Chuck Norris würde da jetzt noch failen können, wenn er möchte. Fein. Aber es sind ja nur noch zwei identische Buchstaben. Zum einen, das ist ja schon, naja, wäre blöd. Na, es geht ja. Bravo. Ja, gut. Suche entschieden, was haben wir denn? Der nächste Buchstabe, bitte. Wir suchen eine bekannte Gegend. Hä? Keine Ahnung. Nicht richtig. Vielleicht kann es dein Kontrahent besser. Eine bekannte Gegend. Treffpunkt oder was? Bravo und gleich nochmal. Es ist schon fast 21 Uhr. Ich kann nicht mehr so gut denken. Das war richtig. Aber bitte weiter. Eine Wand. Sehr richtig. Deshalb darfst du nochmal. Ich bin echt so blöd heute. Keine guten Voraussetzungen. Ach, korrekt. Odenwald. Ah, na klar. Im Süden Hessens. Ist also klar. Ich habe nur so getan, als würde ich es nicht wissen. Ich wollte Stefan eine Chance geben. Aber ihr seht, das Spiel ist echt zeitaufwendig, weil 5 Punkte, ne, das dauert, selbst wenn ich alles verliere. Odenwald. Anhand dieser Beschreibung findet man das echt nicht. Dieser Punkt geht an dich. Jetzt wollen wir ein anderes Wort für... Welchen Buchstaben wählst du? Wir suchen eine Bezeichnung von Schriften. So, Alter, das Wort ist viel zu lange. Was könnte das sein? Eine Bibliothek oder was? Eine Bezeichnung von Schriften. Das ist so gänzlich falsch. Ja, sorry, ich weiß es nicht besser. Es garantiert irgendein Fachwort. Sehr gut. Eine Bezeichnung von Schriften. Keine Ahnung, Papyrusrolle, Buch, keine Ahnung. Eine Bezeichnung von Schriften. Gut. Du bist weiter dran. Habe ich aus Versehen auch schwer eingestellt oder sowas? Oder bin ich einfach nur wieder mal zu blöd? Ich kann das mit diesen Buchstaben ordnen einfach nicht. Das geht überhaupt nicht. Irgendwas... Ja, okay. Stefan kriegt es wahrscheinlich wieder hin. Ich hab immer noch keine Ahnung, was es sein könnte. Stefan, nein, nein, nein. Ich habe so eine Idee, was es heißen könnte. Hieroglyphe. Svenja. Das war korrekt. Eine Bezeichnung von Schriften. Eine Bezeichnung einer Schrift, wohlgemerkt. Hieroglyphen. Das waren... Svenja, richtig, richtig. Das war die Schrift der alten Ägypter. Hieroglyphe. Ja. Schwieriges Wort. Schaffst du das nochmal? Svenja, bravo und gleich nochmal. Ja, das letzte können sie eigentlich selbst einfügen, weil da kann man ja nichts mehr falsch machen. Der Punkt für dieses Wort geht an dich. Das Wort umschreibt, trifft deine Wahl. Plastikkarte, ja, eine Checkkarte oder was? Das war richtig, aber bitte weiter. Eine Bankenkarte, eine Kreditkarte, weiß ich nicht. Sehr richtig, deshalb darfst du nochmal. Plastikkarte, ja, eine EC-Karte. Okay, es endet schon mal auf Karte, das ist gut. Und somit darfst du weiterspielen. Nee, beim besten Willen nicht. Ich würde sagen, es endet auf Karte, ne? Dann nehme ich erstmal die Buchstaben. Der Buchstabe ist an der richtigen Stelle. Du darfst weitermachen. Karte. Dann kann ich vielleicht herausfinden, was es ist. Mach weiter. So, das Wort. Sehr gut. Weiter so. Eine Krankenkarte vielleicht. Ja, ich glaube, das könnte es sein. Du bist weiter dran. Das Wort existiert aber nicht. Neologismen einbauen ist nicht gut. Ja, es ist die Krankenkarte. Richtig. Wir haben nur eine Gesundheitskarte oder eine Versichertenkarte. Eine Krankenkarte gibt es nur im Umgangssprachlichen, mein Freund. Das war korrekt. Du hast noch einen Versuch. Ja, das ist ja sehr großzügig. Das letzte Wort, ne? Also der letzte Buchstabe. Der letzte Buchstabe war richtig, somit Punkt an dich. Nun ein anderes Wort für... Wir ziehen es aber auch schön... Stefan, such dir etwas aus. Wir suchen einen schwarzen Einser. Stefan, falsch, das freut deinen Gegner. Ah, schwarzen Einser. Boah, nee. Ein Flüchtling? Keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Svenja, na
Leider nein. Dein Gegenüber. Ein schwarzer Einser. Das ist garantiert total einfach, aber ich weiß gerade nicht, was gemeint ist. Oh, Stefan, nee. R-E. Keine Ahnung, E's stehen immer so. Leider falsch. Ah, es endet auf E. Wir machen es richtig schön. Stefan, falsch. Ach, eine Briefmarke. Richtig. Schwarzer Einser. Mache bitte weiter. Das ist garantiert irgend so ein antiker Begriff. Fein. Ich habe noch nie schwarzer Einser als Briefkarte gehört, ganz im Ernst. Aber ich schreibe auch selten Briefe. Und gleich nochmal. Genau genommen eigentlich gar nicht. Das war richtig. Aber bitte weiter. Ich muss jetzt neulich was, keine Ahnung, mal abschicken, aber trotzdem. Richtig aufgelöst. Richtig zusammengesetzt. Beschreibt das nächste Wort. Wähle. Zum Abschließen, ja, ein Schloss. Ja, genau. Sehr Stefan, richtig. Mach du erst mal. Ich muss mal ein bisschen überlegen, was denn gemeint sein könnte. Korrekt platziert und somit darfst du weiterspielen. Es endet auf irgendwas auf aus wahrscheinlich. Nee, geht gar nicht. Ist kein S dabei. Stefan, der Buchstabe ist an der richtigen Stelle. Du darfst weitermachen. Was könnte das sein? Das ist leider falsch. Jetzt kommt dein Kontrahent dran. Nee, entschuldige, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Wir suchen etwas zum Abschließen. Ja, keine Ahnung. Tür, Schloss, Fenster. Keine Ahnung. Tut mir leid, jetzt ist dein Gegner an der Reihe. Ich habe keine Ahnung, tut mir leid. Das braucht immer eine Weile. Das ist richtig. Ach, irgendein Raum. Stefan, Scheiße, was ist das für ein Raum? Fuck. Ach, ein Kofferraum. Ah, jetzt habe ich das Spiel gewonnen. Sehr gut. Weiter. Danke, Stefan. Gut, du bist weiter dran. Ja, dann hat Svenja das erste Spiel gewonnen. Also ich. Super. Mann, das hat jetzt auch lang genug gedauert. Alter, ey. Aber hallo, warst du gut. Ja, yeah, Schnocki. Sehr gut sogar. Machen wir mal weiter. Ein Blick auf die Statistik kann nicht schaden. Ja, ein sehr, sehr hart erkämpfter Punkt. Und Stefan kann im nächsten Spiel gleich alles wieder zunichte machen, was wir erreicht haben. Aber egal, machen wir weiter. Es ist noch alles offen. Spiel 2. Bäume fällen. Oh nein, nicht dieses Drecksspiel. Außerdem kannst du doch nicht sein. Es sollten in einer Minute so viele Bäume wie möglich fällen. Das ist mir klar. Bewege die Maus nach links oder rechts, um mit der Axt zu schlagen. Die besten Ergebnisse erzielst du, indem du im Rhythmus bleibst. Rhythmus, ja. Ich weiß ja, dass Rhythmus ein extrem schwieriges Wort ist und der Schülern ziemlich berüchtigt. Aber Rhythmus wird auch hier mit TH geschrieben, meine lieben Entwickler, ne? Rhythmus. Nicht Rhythmus. Ja, Motor. Egal. Drücke die Y-Taste, um den Baum zu knicken. Das muss allerdings nicht funktionieren, ja. Das ist ziemlich kacke, aber wir versuchen es. Ich persönlich finde es allerdings unfair, eine Frau gegen einen Mann anzutreten. Also antreten zu lassen. Wer darf denn anfangen? Du darfst was vorlegen. Ach, ich darf zuerst. So, ich muss versuchen, irgendwie hier im Takt zu bleiben. Komm! Beweg dich, Süße. So, ja. Ja, komm. Knick mal um. Ja, darf man das? Warum nicht? Ich muss den Rhythmus halten. Hallo. Na, du reizt die Regeln aus. Svenja, das sieht soweit gut aus für dich. So, noch ein Schlag, komm. Na, jetzt muss noch ein weiter. Los, mach. Svenja, so geht es natürlich auch. Wieso? Ihr habt mir doch erlaubt, dass ich das tun darf. Da ist nichts Verwerfliches dran. Na, Mann. Der letzte Schlag. Versucht, Sekunden rauszuholen. Ja, den Baum kriege ich nicht mehr. Nee, das war's. 5 Bäume mehr habe ich nicht hingekriegt. Aber für eine Frau auch eine sehr, sehr, sehr solide Leistung. Und erstmal ich durch den Baum durch. Versuch gespannt. Gucken wir mal. Stefan schafft wahrscheinlich mehr, es sei denn, er ist wirklich schlecht drauf.
Ja, der haut ordentlich zu, der ist voll im An Takt. seiner Stelle wäre ich aufgeklärt. Ja, ich glaube, gegen Stefan werden wir dieses Spiel verlieren, ja. Nichts gesehen. Okay, der kann sofort umknicken hier. Ja, fail ruhig noch ein bisschen öfter. Ja, so ist gut. Ja. Ui, da hat gerade einer die Tür zugeschlagen. Nee, der wird uns definitiv übertreffen. Er hat fast schon die Hälfte mehr. Ja, also. Das Spiel hat er gewonnen. Ich finde es von der Steuerung her unfair, weil die Maus einfach nicht optimal reagiert. Nee, also, wenn er den jetzt auch kriegt, dann hat er uns besiegt. Den kriegt er definitiv. Und im Polizeiprotokoll steht dann, dass der Baum zuerst geschubst hat. Ja, schlechter Witz, Junge. Na gut, Stefan war besser als wir. Da müssen wir unsere Niederlage auch eingestehen. Manche sagen, er ist ein Baummörder. Ich sage, er ist ein Gewinner. Ich habe die Bäume nur von ihrem Elend erlöst. Oh, ganz schöner Zyniker, unser Stefan. Wer ist wem, warum, wie voraus? Ja, ja. Wir können unsere Niederlage jetzt im dritten Spiel, wo es wieder ums Denken geht, ausgleichen. Noch alles offen. Spiel 3. So eine Scheiße. Fehlerbilder. Ja, das dürfte nicht so schwer sein. Das kriegen wir hin. Kennt ihr aus den Rätselheften von früher, also zwei Bilder, dann ist in dem einen jeweils fünf Fehler drin, sowas, ne? Das haben wir hier auch, nur dass es eben ein Fehler ist. Hier haben wir es. Zwei Bilder werden gezeigt, auf dem rechten Bild hat sich ein Fehler eingeschlichen. Passt, sobald ihr den Fehler gefunden habt und markiert ihn. Ist die Markierung falsch, bekommt euer Gegenspieler einen Punkt. Es gewinnt der Spieler, der zuerst sechs Punkte hat. Ja, das dürfte kein Problem sein. Bilderfehler in Fehlerbildern. Ha, ihr spielt gleichzeitig. Zwei Bilder werden gezeigt, auf dem rechten Bild hat sich ein Fehler eingeschlichen. Buzzt, sobald ihr den Fehler gefunden habt und markiert ihn. Ist die Markierung falsch, bekommt euer Gegenspieler einen Punkt. Es gewinnt der Spieler, der zuerst sechs Punkte hat. Verstanden. Ja, nochmal durchstrecken. Ah, ich bin bereit. Passt gut auf, wir starten. So, mal gucken, das ist garantiert ziemlich simpel. Ja, seht ihr es? Hier, das fehlt. Ich glaube, die Dinger macht man, um Löcher in Gürtel zu machen. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißen. Dann starten wir mal die nächste Runde. Oh. Ah ja, hier die 29 fehlt. Man sieht es hier mit Photoshop retuschiert. Das hätte ich genauso gemacht. Bravo, du hast den Fehler. Ich kann hier den weißen Fleck drin erkennen. Wir machen dann. Da hat ein Stümper dran gearbeitet. Ui, Messer, geil. So, gucken, wo ist der Fehler? Garantiert auch simpel. Ich liebe Messer, deswegen bin ich jetzt total abgelenkt. Shit, was ist da? Ich sehe es gerade nicht. Und Stefan entdeckt ihn sowieso irgendwann. Und das ist in der Ah, eine andere Klinge. Da würde ich mich schwer tun. Aber gut. Ach du Scheiße. Hier. Das Horn. Auch mit Photoshop schnell drüber gewischt. Bravo. Hurtig schreiten wir voran. So, ach du Schande. Garantiert nicht schwer. Ich bin wahrscheinlich zu blöd, es zu entdecken. Ich seh es echt gerade nicht. Ah, nein! Der ist ja viel kürzer, ich Idiot. Was wollte ich? Ach ja. Holy shit, ey. Ihr verlangt aber auch Sachen, du. Es ist garantiert auch total simpel. Ich sehe es nicht. Verdammt, ich wollte dieses Spiel definitiv gewinnen, ey. Was? Nein! Ah, ich bin blind, Leute. Ich bin blind. Ah, Mann. Sofern es einem nicht sofort auffällt, hat man echt verloren. Ja, hier sehe ich es aber. Haben sie einfach ein bestehendes Fenster da neu eingefügt. Achtung! Ich muss Stefan auf jeden Fall in diesem Spiel schlagen. Oh, nee, Leute. Es garantiert irgendwie einen Zweck oder Farbe anders oder so ein Scheiß. Stefan erkennt sowieso irgendwann. Man muss wirklich schneller sein als er. Das ist echt mies. Oder irgendwelche Positionsunterschiede. Spiel
Ah, ich hab's geahnt, ich hab's geahnt. Ich war einfach nur zu blöd, es zu sehen. Wer wird die nächste Runde gewinnen? Oh. La, 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 la. Da liegt garantiert eins falsch drüber oder anders drüber oder so ein Mist. Ah, das sieht man einfach nicht sofort, beziehungsweise ich sehe sowas nicht sofort. Ich werde mich gleich garantiert wieder grün ärgern. Ich finde es unfair, dass Stefan das zwangsläufig entdeckt. Es gibt keinen weiter. Als wäre er Superman. Oh doch, er sieht's auch nicht. Ja, das ist zu schwer. Ich hab's nicht gesehen. Das war ja ein generelles Totalversagen. Ich hätte es ja gewusst. Ach, da haben sie blau draus gemacht. Okay, Stefan kann doch failen, aber... Ah, die Ringe. Da, ich muss auf die Ringe garantiert achten. Da ist doch garantiert was verkehrt. Ah, hier unten. Ja, da. Da fehlt dieses rosa Dingens da. So, pass gut auf. Noch ein Bon, komm, das schaffen wir doch. Ah, bescheuerte Hipster-Mützen kann ich auch ohnehin nicht ab. Es ist garantiert irgendwas sehr Simples wieder. Liegen die irgendwie verkehrt oder ist da eine andere Farbe unter einem? Komm schon, das ist doch nicht so schwer. Oder irgendeine Naht, die fehlt. Ja, Stefan hat's gar nicht. Ah. Warum fällt mir das erst dann auf, wenn es korrigiert ist? Scheiße, jetzt fällt ich schon wieder. Ah, Farbe, Bund. Oh Gott. Nee, ey. Nee, ich verliere dieses Scheißspiel, deswegen. Wo ist... Ah, hier oben der Tisch. Ja, da ungefähr. Da hast du verloren, Stefan. Ich habe gerade noch mal Glück gehabt. Punkte von Fehlerbilder gehören dir. Ich freue mich. Haha, ich freue mich auch. Ich freue mich auch, Schätzchen. Wir schaffen das. Oder auch nicht. 4-2, so viel wie Deutschland gegen Costa Rica 2006. Spiel 4. Spaghetti. Ja, okay, in dem Spiel geht's um Reaktion. Also, eine ungekochte Nudel liegt in der Mitte des Tisches. Sobald ein Signal ertönt, sollte sie schnappen. Der Spieler, der den längsten Teil der Nudel erwischt hat, bekommt einen Punkt. Es gewinnt der Spieler, der zuerst 5 Punkte hat. Jo, brauchen wir nicht testen. Ich weiß, wie es geht. Ursprünglich haben wir das Spiel ja mit einer Schweinshaxe gespielt, aber das hat nicht zum Titel des Spiels gepasst. Ein ungekochtes Spaghetti liegt in der Wieso? Mitte des Tisches. Sobald ein Signal ertönt, sollte... Hätte es doch auch Schweinshaxe nennen können. Der Spieler, der den längsten Teil erwischt hat, bekommt einen Punkt. Es gewinnt der Spieler, der zuerst 5 Punkte hat. Ja. Das könnte zwar wieder recht ausgeglichen werden bei meiner Reaktionsfähigkeit, aber es geht verhältnismäßig schnell. Ich sag mal... So, jetzt muss ich mich konzentrieren, ich kann nicht viel reden. Sobald der Alarm ertönt, muss ich drücken, und zwar so schnell wie möglich. Nicht davor und nicht danach. Ha! Geht doch. Du hast das ganze Spaghetti erwischt. Boah, ich brauche dringend einen Kaffee. Eine neue Runde beginnt. Na, kann ich nicht mehr pennen. Ich muss einfach aufmerksam bleiben. Oh, gleichzeitig. Daneben. Wollt ihr weitermachen? Egal, ihr müsst. Digga, ich muss gar nicht. Ich kann jetzt sofort das Spiel hier beenden. Aber ich mach weiter. Ja. Du hast den größeren Teil des Der versucht einen auch abzulenken. Damit indem er seine Krawatte immer richtet oder so, versucht er irgendwie meine Aufmerksamkeit. Nein, ich habe auch. Nein, ich hätte nicht drücken dürfen. Seid ihr noch konzentriert und motiviert? Ah. Gut, dann weiter. Egal, ich werde das trotzdem irgendwie gewinnen. Das kann nicht so schwer. Ja. Das ist doch nicht schwer, das kriege ich hin. Du hast den größeren Teil in der Hand. Interessant. Der Computer hat nur eine Zufallszahl, wann er tippt. Ich habe hingegen Ohren und Augen. Zwei visuelle Sinne, die mir sagen, wann ich es machen soll. Damit habe ich einen Vorteil. Oh, wieder gleichzeitig. Schnelligkeit ist nicht alles. Du musst es auch erwischen. Ich hab's erwischt. Ihr werdet ins Schwitzen kommen. Ich schwitze schon genug, Digga. Das ist scheiße. Muss ich mein T-Shirt, was ich heute frisch angezogen habe, wieder waschen. Yeah! Svenja, du bist gut. Das Spaghetti ist noch ganz.
Und unser Spiel geht weiter. Ich kann da nichts für, wenn Raab ungefähr gleich schnell wie ist, dann muss es kaputt gehen, beziehungsweise auch mal auseinanderbröseln. Er hat es ja nur nicht gekriegt, weil er klar langsamer war als ich. Nur dann ist es heil geblieben. Und hör auf, deine Krawatte zu richten. Das lenkt mich ab. Ja, Stefan hat mehr. Egal. Machen wir mal voran. Kriege ich trotzdem hin. Wenn er jetzt nicht sofort anzieht, wie es ja für einen echten Stefan üblich wäre. Nein! Ach, ich lasse mich immer zum Drücken verführen. Wir machen weiter. Das ist gemein, ey. Ich lasse mich immer dazu verführen. Ohne Signal, das ist so fies. Kann mir mal ein Neurologe sagen, warum das so ist? Ja! Das Signal ist noch nicht ertönt. Diesmal habe ich es aber geschafft, dem Drang zu widerstehen. Du bist ein Weltklasse-Athlet, eine richtige Maschine und du hast das Nudelspiel gewonnen. Ich spiele, um zu gewinnen. Jo, ich auch. Aber ehrlich gesagt war ich im Gegensatz zur Maschine, also Stefan, mal im Vorteil. Wer liegt vorne, wer hinten? Aufgepasst. Ja, 8-2, das heißt, Stefan muss jetzt das nächste und das übernächste Spiel gewinnen, um uns wieder einzuholen. Aber trotzdem, man muss aufpassen. Bin mal gespannt, was das jetzt ist. Garantiert wieder was mit Denken. Wer weiß mehr? Wer weiß mehr? Ja, hoffentlich ich. Eine Frage mit 15 Antworten wird angezeigt. 5 Antworten sind falsch. Nun müsst ihr abwechselnd eine richtige Antwort auswählen. Wer viermal falsch liegt, scheidet aus. Der andere gewinnt. Okay, das ist jetzt diesmal ein Spiel, wo sozusagen diejenigen belohnt werden, die immer richtig sind und es darauf ankommt, wie oft man falsch liegt. Und dann hat eben derjenige, der am meisten falsch gelegen hat, der ist rausgeflogen. Aber naja. Ja, unser Spiel heißt Wer weiß mehr? Ihr spielt abwechselnd. Eine Frage mit 15 Antworten wird angezeigt. 5 Antworten sind falsch. Nun müsst ihr abwechselnd eine richtige Antwort auswählen. Wer viermal falsch liegt, scheidet aus. Der andere gewinnt. Ja. Es ist mehr so ein K.O.-System einfach, ne? Wer verliert, der scheidet aus. Nicht irgendwie, wer am meisten Punkte hat, gewinnt, sondern wer am meisten Punkte sozusagen, also wer am meisten Fehler hat, der fliegt raus. Das ist also die negative Variante von und hör auf, meine Krawatte zu richten. Aber egal. Beginnen ihr seht's einfach, ja. Sonst wird es ja langweilig. Mal gespannt, was dazu. Welche Mannschaften kamen bei der Fußball-WM 2010? Ach, das kriege ich hin. Hoffentlich. Das kriege ich hin. Okay, Stefan darf zuerst. Das wollte ich hören. Ja. Ach du Scheiße, ist gar nicht so einfach. Nee. England. Sven, diese Antwort war gut. Sind aber auch dort rausgeflogen, gegen Deutschland. 4-1 verloren. Na, es geht doch. Oranje auch, ne? Uruguay auch. Und akzeptabel. In Schwarze getroffen. Argentinien auch, die sind erst im Viertelfinale gegen Deutschland rausgeflogen. Stimmt, weiter so. So, jetzt wird es schon schwieriger. Das lasse ich mal Portugal, ja. Boah, der Rest ist echt nicht mehr so einfach. Kroatien. Ja, ich glaube, Kroatien war es. Au, oh, haben die teilgenommen? Ghana doch garantiert, oder? Sven, ja. Das kam ja wie aus der Pistole geschossen. Nee, ich musste überlegen. Ich muss jetzt echt überlegen. Jetzt macht Stefan noch an. Die Antwort war so. Ja, okay, Mexiko und USA. Gut, dass ich Kroatien nicht gewählt habe. Und munter weiter. Welcher dieser Kicker gehört zu den 12 erfolgreichsten Fußballtorschützen bei den Olympischen Spielen? Nee, 12 aller Zeiten würde ich noch hinkriegen, aber Gott, die kenne ich nicht mal. Lance Armstrong, Fußballtorschütze, also nehme ich mal den. Schon falsch, schon falsch. Wie geil ist das denn? Dann starten wir mal. Na egal. Welche dieser Städte gehört zu den 10 größten ja, Städten? Ja, das müsste ich aber hinkriegen. Fangen wir einfach mal an. Ja, Berlin. Eine präzise und richtige Antwort. Das kriege ich hoffentlich hin. Richtig. Erst die einfachen. London. Geraten oder gewusst, es stimmt. Paris auf jeden Fall auch. Richtige Antwort. Naja, Paris. Stimmt. Was gibt's noch? Erstmal die Millionenstädte abgrasen. Bukarest, ja, ist gut, dass du mir es schwieriger annimmst. Ja, Hamburg dann garantiert auch. Da kennt sich wer aus. Ja. Madrid müsste auch noch groß genug sein. Obwohl, weiß ich nicht. Madrid? Wien? Ja, Bratislava? Birmingham? Ja, Madrid auch. Ja, Wien. Meilenweit an der richtigen Antwort. Ja, Köln war ich kurz davor, aber Wien ist wir doch... Wir machen dann mal fröhlich weiter.
Welcher der Künstler ist für Jazzmusik? Ui, Jazz ist nicht so meins. Ja, Kurt Cobain auf jeden Fall nicht, Elton John auch nicht. Alice Marsalis, Herbert Grönemeyer auch nicht. Nehmen wir mal den. Okay. Also Kurt Cobain nicht, Grönemeyer nicht. Und Elton John auch nicht wirklich. Können wir eigentlich alle anderen nehmen? Bradford Marsalis, ja, kenne ich. Ich bin ja ein Naturtalent. Jo, das bist du. Richtig beantwortet. Miles Davis. Der andere Marsalis vielleicht auch? Sven. Ja. Die Antwort ist richtig. Das akzeptiert. Alice Marsalis. Noch einer. Meine Güte. Ist das eine Clique oder was? Molaire, Geldof, Elton John nicht. Würde ich jetzt mal sagen, Elton John ist doch kein Jazz. Klaus Lange, Bill Evans. Absolut ja. Richtig. Komm, Stefan, fail jetzt einfach mal. Das wollte ich hören. Ah, Joshua Redman. Also die drei, also Kurt Cobain, Grönemeyer auf keinen Fall. Ich weiß nicht, wer Bob Geldof ist. Sven, wie in der Schule, leider ungenügend. Ja. Da würde ich mich schwer. Das war Kacke, da hatte Stefan einen Vorteil. Ist nicht meine Generation. Bundesländer der Ihr habt verloren. Das kann ich nur gewinnen. Stefan, du kannst gleich aufgeben. Ich kenne alle in- und auswendig. Hier, Hessen. Du kannst aufgeben. Wir können nur unentschieden haben. Korrekt und Sonderburg ist ja geil. Nordrhein-Westfalen. Wohne ich. Stimmt. Weiter so. Ja, Sachsen-Anhalt hier. Bayern, ganz einfach. Das ist zu leicht. Muss ich überhaupt nicht raten. Das kam ja wie aus der Pistole geschossen. Ja, MacPom, dann haben wir noch Niedersachsen. Saarland auch noch. Und Schleswig-Holstein, das war's dann. Richtig. Ja, Saarland. Unentschieden, da bekommt keiner. Ja, das war zu leicht. Hurtig schreiten wir voran. Welche dieser Sprachen ist bereits ausgesprochen? Ui, das ist schon interessanter. Okay, ich darf anfangen. Na, ja, gotisch. Geraten oder gewusst, es stimmt. Richtige Antwort. Hethitisch gibt's auch nicht mehr. Svenja, stimmt. Ist eigentlich auch wieder ein Ausschluss. Ui. Solltest du einfach eine Antwort sagen. Danke, Stefan. Ich stelle die passende Frage dazu. Jetzt darf ich nochmal einmal failen. Was wollte ich? Ach ja. Nenne die Charaktere, die in einer Oper von Mozart. Oh, nee. Mozart. Ich kenne keinen einzigen. Ja, Papageno, der Vogelfänger ja, bin ich. Ja, da. Das ist auch das Einzige, was ich kenne. Gut gemacht. Ich weiß nicht, also hier Siegfried und Walküre. Hat Mozart in dieser Richtung was gemacht? Ich meine, es war Beethoven. Ich nehme jetzt einfach mal die ganzen Itacker. Vielleicht hilft das ja. Brünnhilde, ja, keine Ahnung, ob das in Mozart war. Selbst ja, doof nee, Wagner war das, oder? Wäre, Wagner. Egal, Stefan hat eh verloren, ich habe gewonnen. Yes. Oh, jetzt habe ich Herzrhythmusstörung. Ist nicht so schlimm, behandle ich dir. Na, dann sehen wir uns okay, mal, wir haben unseren Vorsprung ein bisschen ausgebaut, wenn auch mit etwas Glück, aber das hat mir Spaß gemacht. Mal sehen, was das nächste Spiel ist. Spiel 6. Ist garantiert wieder Sport. Kerzen anzünden. Kerzen anzünden. Ja, wenn ich mich gut anstelle, kann ich das auch gewinnen. Ihr solltet mit einem einzigen Zündholz so viele Kerzen wie möglich anzünden. Dafür habt ihr eine Minute Zeit. Bewegt euch nicht zu schnell, sonst geht das Zündholz aus. Wer die meisten Kerzen anzündet oder alle in der kürzesten Zeit anzündet, hat gewonnen. Bei einem Unentschieden entscheidet der Zeitfaktor. Okay. Kennt wer von euch den Film Flandes Inferno? Ihr spielt abwechselnd. Nee, den kenne ich nicht. Den gucke ich mir noch an. Mit einem einzigen Zündholz so viele Kerzen wie möglich anzünden. Dafür ich trinke mal einen Schluck Wasser. Eine Minute Zeit. Bewegt euch nicht zu schnell, sonst geht das Zündholz aus. Wer die meisten Kerzen anzündet oder alle in der kürzesten Zeit anzündet, hat gewonnen. Ja, okay. Ich darf anfangen. Ladies first. So, vorsichtig. Da muss ich mit einer Tastenkombination jetzt. Ah, Gott. Shit, ging das schnell. Ja. Okay, ging auch noch gut. Anzünden bitte. Also schwer ist es nicht.
Ja, schön. Ganz super, die Kerze brennt. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig, Schnucki. Ja. So. Weiter so. 6, das ist jetzt schon mal gar nicht so schlecht. Ich glaube, das kann Stefan gar nicht aufholen. Tja, das war's. Ja, okay, Ende. Das wird euch gefallen. Ja, Stefan. Dein Zug. Viel Glück. Zeig, was du kannst. Ich setz alles auf dich. Naja. Nee, tue ich nicht. Ich kann derzeit mal WhatsApp checken. Guck dem zu, ich hab jetzt keinen Bock. Oh, 1860 München liegt 1-0 gegen Karlsruhe hinten. Ja, okay. Kann passieren. Ach, sieh an, Frauen gehen immer öfter fremd. Ja, mein Gott, übertreibt es nicht mehr mit dieser Fremdgeh-Scheiße. Ich finde, dass das normalste Verhältnis zu einem Menschen sowieso eine offene Beziehung ist. Alles andere ist Schwachsinn. Immer dieser Ruf nach Monogamie, selbst in meiner Altersgruppe. Ich halte es für Blödsinn. Stefan, komm, fail jetzt endlich. Du darfst mir nicht gefährlich werden. Nee, ich hab's saugut hingekriegt. Du kannst nicht... Ohne Flamme, ja. Kann Kerzen anzünden. Gut gemacht. Wieder eigentlich ein sehr einfaches Spiel gewonnen. So viele brennende Kerzen, nur für mich? Schön. Oh, das ist echt super schön. Alles nur für dich. So, wie weit liegen wir vorne? Ja, okay. Das ist schon mal ziemlich gut. Ja, hoffen wir mal nicht. Meine Aufnahmezeit ist begrenzt. Spiel 7. Stimmt's. Ah, okay, da müssen wir jetzt einfach auswählen. Also es gibt eine Aussage, also hier, es werden Behauptungen aufgestellt. Ihr müsst entscheiden, ob diese richtig sind oder nicht. Wer viermal falsch liegt, scheidet aus, der andere gewinnt. Ja, die ganze Welt sehr simpel. Freut sich auf. Stimmt's? Stimmt's? Ihr spielt gleichzeitig. Es werden Behauptungen aufgestellt. Ihr müsst entscheiden, ob diese richtig sind oder nicht. Wer viermal falsch liegt, scheidet aus, der andere gewinnt. Ja, sehr simpel. Ist wieder wie beim... Wie beim anderen Spiel, der Verlierer, der fliegt raus. In Hangover 2 zieht es die vier Hauptakteure nach Hongkong. Oh, scheiße, warum habe ich diesen Drecksfilm nicht gesehen? Den ersten habe ich gesehen, aber den Hongkong kann gut sein. Oh, wir haben beide falsch gelegt. Thailand, ja. Also, ein Fehler bei euch beiden. Naja, das. Achtung, das hätte man wissen können, aber ich habe es leider nicht gesehen bisher. Etwas sortieren bedeutet, es lange zu schmoren. Ich glaube, das stimmt sogar. Nee, stimmt auch nicht? Fuck! Beide falsch. Naja, das fängt ja schon mal gut an. Das Spiel ist gleich vorbei. Der Begriff, jemanden unter seine Fittiche nehmen, stammt aus dem Alten Testament. Nö. Alter, falsch hier. Wie geil ist das denn? Naja, das Spiel wird jetzt schnell zu Ende sein. Gibraltar gehört zu Spanien. Nö, England. Das ging schnell. Das ging echt schnell. Svenja, Ast rein. Stimmt's? Oh Gott, ey. Ich kann jetzt echt lachen. Ein kurzer Blick auf das Zwischenresultat. Ja, 26-2, das ist doch gar nicht so schlecht. Können wir es jetzt ruhig auch verkraften, wenn Stefan mal gewinnt. Oh nein, nicht dieses blöde Spiel. Muss ich mich mal ein bisschen umsetzen. Ihr sollt mit einem Schläger den Puck auf dem Spielfeld hin und her schlagen, bis er im Tor eines Spielers landet. Wer nach 2 Minuten mehr Tor erzielt hat, gewinnt das Spiel. Ja, WASD. Kann es noch besser kommen? Air-Hockey findet doch jeder gut. Nee. Ihr sollt mit einem Schläger den Puck auf dem Spielfeld hin und her schlagen, bis er im Tor eines Spielers landet. Wer nach 2 Minuten mehr Tore erzielt hat, gewinnt das Spiel. Ja, das habe ich verstanden. So. Ihr spielt gleichzeitig. Achtung! Ja, natürlich, wir müssen ja gegeneinander spielen, du Idiot. Zeige deinem Gegner, wie es geht. So, ich muss gerade... Ah, hier, nimm das. Da.
Das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Hier, die Steuerung ist mega empfindlich. Ah. Fuck, ist das ein Scheißspiel, ey. Haha. Super. Hier muss man mindestens einen Abstand von 5 Toren haben, damit man sich sicher sein kann. Ah. Ah. Nein! Das ging ja daneben. Der Scheiße! Schwupps, bei deinem Gegenüber gelandet. Hier ein neuer Punkt. Scheibenkleister. Na. Ah. Die Gefahr, Eigentore zu schießen, ist bei diesem Scheißspiel so hoch, ey. Das glaubt ihr gar nicht. Viel mehr als beim echten Airhockey. Ich habe auch schon echtes Airhockey gespielt und auch da immer verloren. Ah. Nein! Ich sag's ja, es sind alles Eigentore, die man hier schießt. Ja, ich gebe mein Bestes. Meine gute Svenja gibt ihr Bestes. Ah, oh, Gott. Nein! Oh, das gibt's doch nicht! Diesen Punkt bekommt leider dein Gegenüber. Ich glaube, Stefan braucht gar nicht da sein. Ich schieß den Scheiß selber rein hier. Ha! Und damit gibt Stefan unfreiwillig einen Punkt ab. Mach mal. So. Ich bin froh, dass es eigentlich vom Punktestand noch so niedrig ist. Die Hälfte der Zeit ist rum. Sah bei mir schon schlimmer aus. Ah, komm. Ja! Den Punkt hast du versucht. Unentschieden, mein Freund. Aber wie? Das ärgert. Ja, das ärgert. Das kann ich durchaus verstehen. Nee, also leicht ist das hier wirklich nicht. Ah. Ja! Schön! Es ist aber echt eher Rumgefuchtel und Glück. Also wirklich strategisches Vorgehen ist hier nicht drin. Vor allem, weil WASD aus meiner Sicht nicht gerade die beste Wahl ist. Ja, noch ein Treffer. Schön. Weiter. Ja, ja, dummerweise kann man hier auch schwer auf Zeit spielen, weil das Ding eben so scheißempfindlich ist. Nein, nicht in mein Tor. So. Ha! Schön! Komm, wir können das noch gewinnen. So, vergehen aber immer nur ein paar Sekunden bis zu einem Treffer. Das heißt, es kann... Ist noch längst nicht entschieden hier. Noch längst nicht. So, ich versuche mal ein bisschen Zeit rauszuschinden. Ja, schöner Treffer. Der Puck ist da. So, 7 zu 3 ist jetzt, glaube ich, selbst für 20 Sekunden noch zu spielen, sind ziemlich gut. Ja. Das ist wieder so die Gefahr, ne? Wird man etwas übermütig? Jetzt kann Stefan theoretisch mich doch noch einholen. Vorsichtig. Ja. Ja, ich muss echt aufpassen. Ja. Der Punkt geht an deinen Gegner. Oh, doch, ich hab mich doch jetzt... Ich brauch den Punkt ja nicht so dringend. Du hättest den dringend gebraucht, aber du hast eh verloren. Boah, ich hatte echt Sorge, das Spiel zu verlieren. Ja, scheiß drauf, ich spiel jetzt auch... Ach, nochmal ein Eigentor, ne, weil es so schön ist. Ich habe ja Mitleid mit Stefan, der hat ja bisher kein eigenes Tor geschossen. Dieses aus. Geräusch bedeutet aus und vorbei. Der wäre reingegangen. Svenja, gut gemacht. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Bin mal gespannt, wie lange es braucht, diese Scheiße hier zu rendern. Aber ich glaube, so, das kriegen wir hin. Sehen wir mal, wie es steht. 34 zu 2, ja. Ich müsste eigentlich Stefan nochmal was gewinnen lassen. Spiel 9. Wo liegt was? Okay, geografisch bin ich begabt. Das Problem ist nur, dass bestimmte Orte erst, dass die Orte erst gesucht werden. Das heißt also, die fragen einen etwas. Ist das, ja, wo ist das? Dann muss ich nochmal eintragen, wo das ist. Das macht's schwierig. Ja, es werden bestimmte Orte gesucht, markiert auf einer Europakarte den Nadel den gesuchten Ort, bla 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 bla. Ja, wer am nächsten dran ist, bekommt einen Punkt. Wer zuerst vier hat, gewinnt. Jetzt müsst ihr eine Karte pieksen. Ihr spielt abwechselnd. Es werden bestimmte Orte gesucht, markiert auf einer Weltkarte mit einer Nadel den gesuchten Ort. Wer am nächsten dran ist, bekommt einen Punkt. Wer zuerst vier Punkte hat, gewinnt. Ja, simpel. Jetzt fangen wir an. Das Schwierige wird für mich sein, die Städte zu finden. Welchen Flughafen steuerten nach dem Zweiten Weltkrieg die sogenannten Rosinenbomber an? Flughafen.
Also die Rosinenbomber, ne? Die flogen ja, also es war ja damals geteilt, ne? Amerikanisch-britisch-französische Besatzungszone im Westen und die sowjetische Besatzungszone im Osten, ja. Und dann haben die Sowjets, also sozusagen den Nachschub nach West-Berlin, die ja ebenfalls, also die Stadt wurde ja ebenfalls geteilt, da reingepackt und so, ah, welchen Flughafen haben die angesteuert? In West-Berlin gab es ja viele, die das gemacht haben, Frankfurt und so weiter, aber ich nehme einfach mal an, dass Berlin so gemeint ist. Was? Das müsste ungefähr dort liegen. Man sollte es nicht glauben, aber... Berlin, Deutschland. Ja, ich war näher dran. Schön. So, pass gut auf. In welcher deutschen Stadt gibt es eine Formel-1-Rennstrecke? Es gibt zwei, das ist unfair. Es gibt den Nürburgring und es gibt einmal den Hockenheimring. Nürburgring, ja, müsste... Na, erstmal hier picken. Ich würde sagen, hier ungefähr, na, da ist Frankreich, hier ungefähr ist Nürburgring und dann gibt es auch noch Hockenheim. Ich nehme an, dass sie Hockenheim suchen. Das wäre schätzungsweise ungefähr hier, würde ich sagen. Jetzt sage ich euch mal, was stimmt. Ja. Nürburgring, Deutschland. Junge, was ist mit Hockenheim? Du bist näher. Das war unfair, es gibt zwei Strecken, die Formel 1 fahren. Das ist nicht fair. In welcher Stadt residiert König Albert II.? Es gibt nicht mehr viele Monarchen in Europa. Ich würde Albert, also... Deutschland ist keine Monarchie, Frankreich schon seit Ewigkeit nicht mehr. Es gibt Spanien, das ist aber, glaube ich, auch nicht. Großbritannien auch nicht, ist die Queen schon seit 60 Jahren. Russland auch nicht, Zahntun ist auch schon ewig abgeschafft. Puh, Schweden? Wer hat es gedacht? Hört mal. Brüssel, Belgien. Ah, Belgien. Ist auch eine Monarchie? Eine neue Geil, Republik. Wusste ich nicht. In welcher Stadt gründete Kaiser Karl der VI. Von Österreich 1719 einen Freihafen? Das ist ein Witz, oder? Also wenn es auf österreichischem Territorium um diese Zeit war. Naja, damals waren die Reiche ja noch vereint. Österreich und Deutschland waren eins. Es wurde ja erst 1865 oder so getrennt. Das könnte jetzt hier im deutschen Gebiet sein, es könnte aber auch hier sein, weil es Österreich auch hier Gebiete hatte. Im heutigen Kroatien und so. Ein Freihafen. Was soll das denn, ein Freihafen? Nee, ich habe echt keine Ahnung. Tut mir leid. Gibt noch Italien. Klar hatten die, glaube ich, auch einen. Das, was wir suchen. Ja, das weiß ich ja nicht. Ist sehr gewagt. Es könnte sowohl Norden Deutschlands sein, es könnte auch ganz woanders sein. Ich habe keine Ahnung. Ein Freihafen? Ich weiß nicht, was es ist. Scheiß drauf. Einfach nach Kroatien. Tut mir echt leid. Keine Ahnung. Da fehlt mir das geschichtliche Und ob Wissen. Es richtig ist oder nicht, ja, jetzt kann ich nur hoffen, dass ich näher dran liege. Ich. Also. Triest, Italien. Ah, schön. Ich liege näher dran. Doch Italien. Wollt ihr weitermachen? Egal, ihr müsst. Spaghetti mit Fleischklößchen sind nach dieser Stadt benannt. Ja, nehme ich mal an, meinen sie Spaghetti Bolognese. Die Stadt, ja, wo liegt... Ist das Italien? Spaghettiensauce ist ja typisch italienisch und würde ich sagen, ist das auch... Aber wo liegt Bologna? Ich weiß es gerade nicht. Keine Ahnung, irgendwo im Norden. Tut mir leid, ich habe echt keine Ahnung. Dafür werdet ihr mich hassen, aber auch ich als Erdkunde-Kenner weiß das nicht. Vielleicht liegt es auch ganz woanders. Bologna, Italien. Boah, ich war doch recht nah dran. Gut. Komm, noch ein Punkt, das schaffen wir. Damit bitte. Hätte ich nicht gerechnet. Welche Stadt wird wegen ihrer Filmindustrie auch Holly Lodge genannt? Ganz im Ernst, habe ich noch nie gehört. Aber Holly Lodge könnte London sein. Das liegt ungefähr... Hier, würde ich sagen. Die richtige Antwort. Ah, na, ganz woanders vermutlich, wenn... Polen. Ach, Stefan, es gibt tatsächlich einen deutschen... Näher am Ziel. Nee, kenne ich nicht, tut mir leid. Seid ihr noch konzentriert? Ich kenne auch keine polnischen Filme. Gut, dann weiter. In welcher Stadt wurden die Schriftsteller James Joyce und Bram Stoker geboren? Jo, ich bin raus, denn ich kenne die beiden nicht. Nach dem Namen her sind's Engländer. Kann zwar auch ganz woanders sein, ich will jetzt einfach mal auf irgendwie England tippen. Hier in dieser Nähe ist Birmingham bis London, das ist eigentlich ganz gut abgedeckt. Ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Richtig ist. Ui, wir liegen aber nah dran. Dublin, Irland. Schön, ah, nein. Sie sind näher dran. Dublin.
Was viele nicht wissen, der Stefan ist ja als Geograf auf die Welt gekommen. Bravo. Wenn ihr mir die Städte nennt, dann kriege ich das problemlos hin. Das Schwierige sind die Fragen. So, was sagt ihr? Ja, jetzt hat Stefan mal wieder eins gewonnen, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht so schlimm. Spiel 10. Kriegen wir hoffentlich hin. Autoreifen. Oh nein, nicht dieses Scheißspiel. Ihr müsst jeder abwechselnd 5 Autoreifen eine Mauerlücke rollen. Ein Reifen darf nur bis zu einer Startlinie gerollt werden, danach darf er nicht mehr berührt werden. Ja, toll. Mach ich sowieso nicht. Wer nach der letzten Runde die meisten Punkte erreicht, hat gewonnen. Dieses Spiel soll den Mechaniker in euch wecken. Ihr müsst jeder abwechselnd 5 Autoreifen in eine Mauerlücke rollen. Ein Reifen darf nur bis zu einer Startlinie gerollt werden. Anschließend dürft ihr nicht mehr berühren. Wer nach der letzten Runde die meisten Punkte erreicht, hat gewonnen. Ist es eigentlich normal, dass du auf irgendwie so ein Ding schaust, was überhaupt gar nicht beschriftet ist? Aber gut, okay. So, ich muss jetzt den grünen Bereich treffen. Ui, scheiße, war das knapp. Jetzt muss ich dann hier... Ja, das müsste reichen. Das ist eigentlich nur so Geschicklichkeit. Nicht schlecht. Ich glaube, im echten Leben wäre es ein bisschen ja, schwieriger. So, ich hoffe, dass wir das auch schnell hinter uns bringen können, dass Raab ein paar Mal failt, damit ich mir auch zumindest einen Fail erlauben kann. Na, sieht nicht so gut aus. Stefan, nee. Der verhungert. Okay, das ist gut. Das war wohl nix, Herr Stefan. Ich finde, das muss man noch nicht so hinauszögern. Es ist doch klar, dass der daneben geht. Warum kann man nicht schon gleich abbrechen? So, das wird schneller. Ja. Ja, das geht auch noch. Ja, der ist auch drin, definitiv. Svenja, der läuft und läuft. Direkt ins Ziel hinein. So, Stefan, zeig mal, was du drauf hast. Wenn der aber wieder daneben geht, dann überspule ich die Scheiße. Naja, der sieht schon gut aus. Der Reifen rollt. Ja. Ja, ja, der ist drin. Also wie gesagt, man muss da praktisch fast gar nichts machen. Es ist einfach nur diese blöde... Nein! Na, jetzt kann ich auch failen. Er geht sowieso daneben. Svenja, das wird wohl nichts. Nee. War knapp. So, Raab, bitte fail jetzt auch nochmal. Ich kann mir nur einen Fehler erlauben. Maximal. Ja, der sieht wieder gut aus. Stefan, der zieht ab wie eine Rakete. Ja, aber daneben. Okay, das ist ganz gut. Jetzt kann ich eigentlich auch nochmal verlieren. Damit ein Unentschieden. Ja. So, mit nicht so viel Wucht. Ah. So. Ist doch gar nicht so schwer. Der könnte reingehen. Der geht auch rein. Der Computer weiß doch sofort, ob der drin ist oder nicht. Tut doch nicht so, als ob ihr das nicht wüsstet. Wenn Stefan den jetzt wieder daneben ist, dann brauche ich gar kein weiteres Mal antreten. Rollt, der wackelt ein bisschen. Ist es wirklich so schwer? Nee, Stefan, du hast verloren. Das kannst du nicht mehr aufholen, weil ich bereits 3-mal getroffen habe. Du kannst es nicht mehr erreichen. Du hast Autoreifen entschieden, und zwar für dich. Das lief doch gar nicht so schlecht. Haben wir unsere verheerende Niederlage wieder ausgeglichen. 44-11, ja, das ist okay. Hoffentlich kommt nochmal sowas wie Armbrustschießen oder so. Gucken, was jetzt wieder kommt. Ach so, ja, das Erinnerungsspiel, ne? Das kennt ihr. Ich packe meinen Koffer mit irgendwas und der Nächste muss dann sagen, ja, mit dem, was ihr gesagt habt und so weiter. Ne, das kennt ihr. Ist einer von euch ein benötigt keine Erklärung. Hat doch jeder mal gespielt. Begriff an den des Vorgängers anhängen, dabei aber die ganze Begriffskette aufsagen. Das Spiel geht so lange hin und her, bis ein Spieler einen Fehler macht. Wer falsch liegt, scheidet aus, der andere gewinnt das Spiel. Ich glaube, auch hier habe ich wieder ganz gute Chancen zu gewinnen, weil wenn ich das lese, dann habe ich deutlich bessere Chancen, mir das zu merken, als wenn ich es nur höre, wie es ja eigentlich üblich ist. Ich
packe meinen Koffer mit. Tja, womit denn? Wurst. Ja, okay. Die packen hier ziemlich absurde Dinge manchmal rein. Meinen Koffer fülle ich mit. Ja, also der wird erstmal mit Wurst gefüllt. Rasierer. Und einem Rasierer. Svenja. Super. Okay, Svenja braucht eigentlich keinen. Aber ein Wurst, Rasierer und dann? Das ist so falsch wie Stefan, Junge! Wie kannst du so früh failen? Super. Koffer packen kann Spaß. Das erste Mal, dass es möglich ist. Ja, jetzt hast du mir die Punkte aber geschenkt. Das war, jetzt da bin ich jetzt fast sauer. Du unterforderst mich ja. Wer ist vorne? Junge, Junge, Junge. Dass dir das passiert. Dieses Spiel. So, wenn ich das jetzt gewinne, ist das Spiel schon entschieden. Ja, das gewinne ich auch ziemlich sicher. Ihr sollt euch Knöpfchen drücken, den Zähler einer Zählmaschine hochtreiben. Der Spieler, der nach einer Minute die höchste Zahl erreicht hat, gewinnt. Ja. Dafür muss ich jetzt die Finger wechseln. Ich muss den Y-Knopf mit meinem linken Mittelfinger drücken. Der Spieler, der nach einer Minute die höchste Zahl erreicht hat, gewinnt. Das kann ich eigentlich gar nicht verlieren, weil ich meine, ich spiele PC-Spiele und sowas, ne, also. Nach dem Signal heißt es, feste drücken. Ja, ich drück jetzt schon bereits. Ja, komm, das kriegen wir hin. Stefan, du hast doch keine Chance gegen mich. Komm, ich bin ein eingefleischter Zocker. Hier, ich hab... Ja, komm. Nee, sorry, das kannst du nicht gewinnen. Ich bin einfach viel zu schnell für dich. Aber es geht echt erheblich auf den Finger. Junge, wer kam auf dieses Scheißspiel? Bist langsam, Stefan. Bist echt langsam. Guck mal, wie ich dich abziehe hier. Hast gerade die 100 überschritten. Ich bin schon fast bei den 200. Also, komm. Zähl mir nichts. Du kannst gar nichts. Ich bade mich gerade in der Wärme meiner Schmerzen. Ja. Du bist ja echt ein Scheiß-Sadist, Steven, ey. Ein Scheiß-Sadist. Das darf nur ich. Nur ich darf Sadist sein. Du aber nicht. Hier, guck mal, Stefan, du kommst bei den 200 an, ich bin bei den 300. Komm, mach dich nicht lächerlich und gib einfach auf. Hast keine Chance. Schneller. Noch schneller. Ah. Jetzt tut's aber wirklich weh. Im Oberarm. Na, wie viel schaffe ich? Ja, 391 hier. Ich hab. Du hast am meisten fast 120 mehr hier. Meine Hand ist jetzt sehr beleidigt auf mich. Die Hand geht eigentlich. Es geht auf den Arm. Auf den Arm, nicht auf die Hand. Wie sieht denn der Zwischenstand? Ja, 67 zu 11. Ich habe gewonnen. Eine halbe Million. Da kann man nur gratulieren. Stefan zu schlagen ist nicht so einfach. Super. Ich freue mich wie blöde. Yeah, ich freue mich auch wie blöde. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben den Stefan geschlagen. Und das sogar relativ gut und schnell. Wir haben nur zweimal verloren. Haben bei manchen Sachen gut gekämpft. Es sind nicht die schlimmsten Spiele, die dieses Spiel hat vorgekommen. Das macht mich echt glücklich. Und ich würde sagen... Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Ich hatte ihn. Auf Wiedersehen. Ja, ich hatte auch Spaß. Auf Wiedersehen, Steven. Ich hoffe, das war jetzt ein würdiger Abschied, denn wir werden Stefan nach Ende dieses Jahres wohl nicht mehr im Fernsehen sehen, zumindest nicht mit seinen eigenen Shows. Ich glaube ja, dass er gelegentlich trotzdem mal auftreten wird. Ja. Kann ich das überspringen? Stefan, es geht gleich los. Ja. Ja, okay, dann mach voran. Dann haben wir gewonnen. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Schaut auch meine anderen Videos. Bis zum nächsten Mal. Ciao.